time is right now. So we say, some people like me and some don't. But it's alright, that's just how it goes. Keep your enemies close when you're young. Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß, und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, in einen Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist jetzt köpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Ja. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Klar, Mann. Meine Güte, Leos Cut ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Ja, dann. Sie behalten ihre Pakete per Funk im Blick. Die Zahl auf Leos Karte ist sicher in Frequenz. Wie einer an. Wir haben ein Signal. Jo, dann... Jo, bla bla bla. Ich höre dich sowieso nicht, was du da vorne sagst. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstag die Köpfe eingeschlagen. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, wie irres Zeug. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Zum Teufel hat deine Mann nicht da rausgehalten. Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuft und nicht gelebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Thomas, das ist eine Überraschung. Jo, jetzt ist glaube ich mal fertig mit Labern. Willkommen zu Episode 3, Battlefield Hardline, die Kampagne. Oh, hier ist unser Paket. Okay. Dann verfolgen wir das Ding mal. Das heißt, wir hauen wieder ab. Da
Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Auf jeden. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender. Jo, dem stimme ich zu. Dieser Polizeichef von denen, der war doch auch bei so einer Serie dabei, da war der auch Polizeichef, wie hieß sie? The Shield, genau, The Shield. Auch eine geile Serie. Aber mal gucken, ob wir hier, whoopsa, hier so da rankommen. Schön durch den Sumpf hier, da ist das Paket auch schon. Ja, da vorne, vor dir, yes. Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Schön durch den Sumpf. Erinnert mich auch ein bisschen an Resident Evil 5, da gab es auch so eine Episode, einen Abschnitt durch den Sumpf zu fahren, mit dem Airboat anlegen, halt am Dock an, um das Airboat zu verlassen, Dockbereiche kennst du am Fahnensymbol. Alles klar! Das Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. Bumm. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik, die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Yep. Mal hier mit einer ordentlichen Waffe rumlaufen, ja. Keep out! Bis spät. Oh, müssen wir jetzt irgendwie hier rein, oder was? Was ist denn mit dem Paket? Wow! Scheiße! Verdammte Scheiße, Mann! Sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Boah, Junge, ich bin gerade das erste Mal in meinem Leben von einem Alligator angegriffen worden. Haben wir Angst vor uns, ne? Ja, ja. So. Wir müssen hoch auf die Plattform. Jupp. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Wo ist er? Ah, da. Alles klar. Machen wir. Schon beim Kletterhaken. Cool. Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Hab ich schon. Cool, Mann. Das sind alte Aussichtsplattformen für Touris. Oh, hier sind... Okay, Kai. Wow, wow, wow. Tut weh wie Sau, Mann. Yes. Noch höher, oder was? Oder? Hier. Ich hab ne Seilrutsche. Den noch alles dabei.
ist vorbereitet. Jo. Volltreffer. Okay. Komm hier nach. Korrekt. Ist was auf dem Scanner? Kai, da kommt Besuch. Sicher das Team zum Einsatz. Oh, den müssen wir... Den sollten wir kriegen. Ich komm schon zurecht. Nö! Was war das denn? Warum hat er jetzt geschossen, ey? Nicht abschießen, Mann. Ich will den überwältigen. Toll. Jetzt ist er tot, ey. Ja, was haben wir denn hier gefunden? Aha, Gut, gut. Es fehlt uns noch etwas. Wo ist denn der andere Shit? Hier drin wahrscheinlich. Aufgefüllt. Bunk untersuchen. 120, Nummer 13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Jo, haben wir jetzt hier alles. Mir fehlt noch ein Beweisstück. Hier soll irgendwas sein. Junge, diese Beweissucherei geht mir voll auf den Sack. Also eigentlich da lang. Da hinten am Tisch oder was? Krass. Das war's dann aber auch, ne? Danke. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter als ich. Schauen wir mal. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Erstmal fahren wir dahin. Der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Jo. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du denn so skeptisch? Läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre? Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Da ist er schon. Hier müssen wir hin, ja? Ist ja bestimmt wieder so ein scheiß Alligator, ey. Oh, komm ich hier nicht durch, oder was? Läppsch. Da oben, ma.
So, was haben wir denn hier? Oh ja. Ein Kilo Kokaino. Das war's. Mir runterspringen oder hier runterklettern? Wir gehen zum nächsten Abschnitt und untersuchen diesen. Okay, das sieht nach etwas größerem aus. Das Aussteigen sieht auch immer gleich aus, wa? So. Okay, das Sägewerk untersuchen. Dann gehen wir doch mal zum Wasserturm. Oh, Alarmanlagen. Ey, jetzt kommt schnell vor wie bei Far Cry, sieht der genauso aus, Alter. Ne? Verkäufer Natur oder wie? Boah, wie viele sind hier bitte? Oh mein Gott. Ja, versuchen wir mal den zu deaktivieren, wa? Da sind eine Menge Typen. Hast du einen Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Leise. Naja. Würde ich ja gerne fangen, aber das wäre bestimmt in die Hose gehen. Da wird der Alarm eingeschaltet. Wie soll ich denn da hinkommen, ohne hier Krawall zu machen? Wollen die mich verarschen oder was? Glaubt das ja nicht, ne? Soll ich einfach draufschießen oder was? Ich mach das nicht leise, Mann. Ja, oh. Leise im Arsch. Ich hab keinen Bock auf sowas. Wow. Yeah! Noch einer! Was haben die denn hier bewacht? Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. Na dann finden wir es heraus. Jupp. Aha. Das sieht aus wie echte Wissenschaft, nicht wie Drogenwissenschaft. Ja. Hier noch irgendwas? Nö. So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das größte Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Auf jeden Fall. Hier ist was. Chips, Munition. Okay. Das war's dann hier, oder? Hier ist nichts mehr. Ah doch, hier ist noch ein Beweismittel. Da. Ja. Yeah. Perfekt. Alle Beweise aufgesammelt. Dann können wir uns ja wieder hier verpissen. Wir müssen noch woanders nachsehen.
Jo. Okay, zurück zum Boot. Jo, aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Battlefield Hardline, die Kampagne, Episode 3 aktuell. Bis zur nächsten Folge, Mann, Leute, haut rein.